Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir in Feuerschrein mit Kessel ein weiteres Liedchen gespielt und es lief richtig, richtig gut. Also mittlerweile bin ich echt ein Meister der Musik geworden. Und jetzt dann muss ich noch kurz den Weg zurücklaufen. Ich bin schon ein bisschen zurückgelaufen, aber den Rest müssen wir jetzt noch gemeinsam entlanglaufen. Die sind ja so scheiße nervig. Jetzt habe ich schon wieder meinen Schild verloren. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich könnte ja ausrasten. Habe ich gerade noch drüber geredet, wie gut es beim letzten Mal lief. Alles lief super. Und direkt am Anfang dieses Parts gleich wieder meinen... Ja, kein Bock auf euch. Gleich wieder meinen Schild verloren. Ich liebe es. Fantastisch. Oho, scheint alles geklappt zu haben. Du fährst also diese Lok. Und jetzt geht's zum Berg. Nun... Ach so, aber du solltest dir das merken. Vor dem Feuertempel steht ein Tor, damit keine Fremden hinein können. Um das Tor zu öffnen, braucht man 3 Schlüssel. Aber ein paar Monster hielten es für lustig, sie zu stehlen. Du musst die Schlüssel zurückholen, sonst kommst du nicht zum Tempel. Hast du dir das notiert? Respektiere den Berg. Ja, nichts für ungut. Frag die Goronen hier im Dorf mal nach diesem Monster. Du solltest auch auf mich hören. Du solltest auf mich hören. Okay. Die Berge hier sind selbst für Erwachsene gefährlich. Pass gut auf. Okay, zuerst 3 Schlüssel suchen. Dann komme ich da erst hin. Das dürfte ich schon hinkriegen. Aber ich will sowieso zuerst noch eine Quest machen, wo ich nochmal Eis transportiere. Yippie. Es gibt ein Geräusch, das die Monster hier nicht mögen. Erst einmal kurz, dann einmal lang. Tütüt! Einmal kurz, einmal lang. Okay. Alles klar. Ist ja fast schon wie ein Morsezeichen hier. Nicht, dass ich auch noch SOS nachmachen muss oder so. Die Ungeheuer auf diesem Berg vertragen keine lauten Geräusche, heißt es. Ich weiß nicht, welche Geräusche genau. Vielleicht welche, die sie an Tiere erinnern, die sie nicht mögen. Ja, jetzt bin ich doch verwirrt. Ich dachte halt die Dampfpfeife von meiner Lok einfach. Das muss es ja sein. Das ist ja unterwegs das einzige Geräusch, was ich machen kann. Aber das ist nicht ein Tier, würde ich sagen, eine Dampfpfeife. Oder es ähnelt auch keinem Tier. Zumindest keinem, was ich kenne, ehrlich gesagt. Aber ich denke trotzdem, dass es richtig ist. Und halt kurz lang. Ja, also tüt tüt! Ich habe mal versucht, die Monster von hier zu vertreiben. Aber die sind vielleicht flink. Kaum zu packen, die Biester. Versuch gar nicht erst, dich anzuschleichen. Greif sie direkt von vorn. Ach so, bekämpfe ich die gar nicht im Zug? Oder wie? Bekämpfe ich die während dem Rumlaufen? Ja, dann weiß ich es doch nicht. Weil die Panflöte macht auch nicht wie ein Tier. Und da kann ich... Ja, ich kann schon kurz lang machen, aber... Macht eigentlich keinen Sinn. Meine anderen Items... Gut, die geben Geräusche von sich, aber... Ja, obwohl, vielleicht sogar die Peitsche, weil die Peitsche sieht ja auch aus wie eine Schlange. Aber damit kann ich ja nicht kurz lang machen. Ich kann ja immer nur dasselbe Geräusch machen. Jetzt bin ich doch verwirrt. Die Monster dort sind ganz schön angstlustig. Die lassen nicht locker. Du solltest dir schnell die 3 Schlüssel von ihnen holen und verschwinden. Okay, also viele Tipps haben wir jetzt hier bekommen. Gleich werde ich dem helfen. Moment. Ja stimmt, hier ist ja ein Laden. Hat der Schilde verkauft? Ich hoffe es. Ja, okay. Dann kaufe ich mal gleich wieder. Mann, aber ich muss so viel Geld ausgeben, nur für blöde Schilde. Hey. Werden mir halt immer quasi 80 Rubine geklaut. Ne, 200. Was? Nee, dann nicht. Das hat doch 80 gekostet, oder? Bei irgendeinem anderen Shop, wo ich war. Ist der teurer hier? Der Arsch? Ja, dann nicht. Tschüss. 200 Rubine gebe ich da nicht dafür aus. Das ist mir jetzt zu doof. Weil Rubine sind sehr wertvoll in dem Spiel. Schild schon auch. Also vor allem, wenn ich halt die dritte Runde von der Arena mache, dann werde ich mir ein Schild holen müssen. Aber davor vielleicht nicht unbedingt, wenn es so teuer ist. Mal gucken. Du bist ja wieder. Du lässt mich doch nicht wieder im Stich. Ich wusste es. Hilfst mir jetzt, die Lava vor dem Haus abzukühlen? Ja. Oho, du bist meine Rettung. Das wolltest du doch hören, oder? Also um mein Haus herum hat sich besonders viel Lava angesammelt. Ich glaube, wir brauchen 10 Eisbrocken, um hier etwas auszurichten. Bringst du sie mir? Ja. Klasse, das ist sehr großmütig von dir. Alles klar, Chef. Dann bringst du mir 10 Stück Eis. Versprochen? Ich zähle auf dich. Oh Gott. Warum ich... Ja, jetzt muss ich ja auch wieder Geld, na komm, auch wieder Geld ausgeben vor allem, wenn ich mir die kaufen will, bei dem einen blöden Anluki da. Okay. Link, der Tempel befindet sich auf dem Berg. Auf geht's! Ja, aber ich will zuerst dem einen Typen Eisblöcke bringen. Ich hoffe, da habe ich dann was Cooles da vorne. Also wahrscheinlich werde ich Forstkristalle kriegen, oder halt einen. Aber ich kann dann auch in sein Haus rein und da ist vielleicht auch nochmal irgendwas. Was habe ich mir da eigentlich markiert? Eine 6 oder so? Ich weiß gar nicht mehr, was das ist, ehrlich gesagt. Hä, was ist denn das? Muss ich mal da nochmal vorbeifahren? Ein Hase ist es auch nicht, das ist ja kein Haar.
Ja, jetzt hat meine Sauklaue hat jetzt doch ihre Nachteile und auch die Tatsache. Ah ne, im Portal. Jetzt, genau. Ja, Portale habe ich mir ja mit Zahlen markiert. Ja, ich weiß wieder. Alles gut. Okay. So, wir müssen jetzt mal gucken, ob ich jetzt diesen Weg hier, den ich jetzt entlang fahre, ob ich den immer nehmen kann. Weil, wo ich beim letzten Mal hier entlang fahren wollte, kam da ja so ein böser Bombenzug, der da im Weg war und an dem ich nicht vorbeikam. Der scheint aber jetzt weg zu sein. Allgemein alle Bombenzüge sind jetzt weg. Also ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt da oben dann entlang cruise, und wenn ich dann, also in der Nähe vom Tempel, und wenn ich dann die drei Schlüssel suche, dass ich dann da auf jeden Fall von Zügen genervt werde. Aber allgemein, der Vulkan macht auch keine Faxen mehr, oder? Ja. Es kommen auch keine Felsen mehr runter. Okay, also der hat sich auch beruhigt, der Vulkan. Ist gut. So, aber ich glaube, hier ist es nichts Besonderes mehr. Wir kennen den Weg jetzt schon, den sind wir schon 100 Mal entlang gefahren. Deswegen schneide ich mal kurz. Na okay, es kommt auch noch welche runter. Okay, schneide ich mal kurz, bis ich wieder bei einem Anuki bin, um mir dann Eis zu kaufen. So, da bin ich wieder. Was war das G eigentlich noch? Das kann ich auch wieder wegmachen, ne? Da habe ich mir irgendwie Greifarm oder sowas, glaube ich, wollte ich mir damit markieren. Peitsche wäre es in Wahrheit gewesen. Geh weg. Ja, ich mach's kurz weg, weil sonst bin ich da immer wieder verwirrt. So. Ich glaube, wir dürfen ansonsten nämlich hier auf der Insel alles haben. So, ich will mehr Eis haben, mein Lieber. Ach, sieh mal, brauchst du wieder etwas Eis? Was sollst du haben für nur 50 Rubine? Nein, gib's mir billiger. Na gut, wenn du irgendwann Eis brauchst, dann denk an mich. So, ja. Danke für deinen Einkauf. Wenn du wieder Eis brauchst, dann komm zu mir. Deine Eisbonken sind schon auf deinem Güterwagen. Vergiss nicht, was ich dir über das Eis gesagt habe. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ja. So, ich muss 10 Stück behalten. Ist natürlich jetzt das Problem. Hanno macht sicher noch irgendwo Fotos. Fahren wir los? Das war ein komischer Tipp von Zelda. Ist vielleicht so, dass wenn ich Hanno, der Fotograf, der Zugliebhaber, wenn ich den an allen Orten getroffen habe, dass er dann wieder zurückkehrt zu seinem Haus und dass ich dann da irgendwas kriege oder so? Hm. Ach, der scheiß Bombenzug ist natürlich genau im Weg. Ja, ich muss außen rumfahren. Naja, ihr könnt ja auch unten rumfahren, das weiß ich jetzt nicht. Okay, ich fahre ihm nach, genau das am besten. Ja, weil ich bin ja langsamer als er und da kann nichts passieren. Dann. Okay. Ja, komm, ich schneide mal nicht, weil das ist ja wieder herausfordernd, weil ich auf Gegner aufpassen muss vor allem. Vor allem diese fliegenden Typen, die können mir ja gleich irgendwie, die können mir gleich 10 auf einmal oder sowas wegschnappen. Also bei denen muss ich echt aufpassen. Wenn ich aber den schnellen Weg auf der Feuerhöhe nehmen darf und wenn da kein Bombenzug im Weg ist, dann dürfte es eigentlich machbar sein, mit mindestens 10 zum geronenen Dorf zurückzukommen. Und dann hoffe ich eben auf eine coole Belohnung. Nicht nur auf den Forstkristall und auf neue Schienen, sondern auch, dass ich in sein Haus rein kann, dass dann da irgendwas Cooles ist. Viel Geld oder so, oder Herzcontainer, aber das ist vielleicht zu viel des Guten. Aber irgendwas Cooles auf jeden Fall. Wäre schön. So, das habe ich mir schon markiert, die 5. Da weiß ich ja auch schon, wo das hinführt. Das führt ja zu den einen Schienen, die wir auch schon neu freigelegt haben, ganz im Süden vom allerersten Gebiet. Genau, weil die tauchen nämlich vor mir auf, aber gehen dann plötzlich hinter mich. Okay, weg. Gehen dann plötzlich hinter mich und versuchen halt dann da mein Eis mir wegzuschnappen. Und das habe ich halt beim ersten Mal nicht gecheckt. Deswegen habe ich da gleich mega viele auf einmal verloren. Aber mit dem Wissen, dass die wirklich schnell hinten rumgehen. Weil das machen sie normalerweise nämlich nicht, wenn ich keine Eis habe. Normalerweise greifen sie mich von vorne an, aber da eben dann von hinten. Und das ist halt ein bisschen fies. So, es scheint kein Problem zu geben. Mit einem, ja, mit Feuer dafür eher. Aber mit einem Bombenzug, der plötzlich auftaucht, scheint es keine Probleme zu geben. Okay, ja, dann ist es wirklich locker machbar. Dann hätte man auch 15 oder sowas auch locker hinbekommen. So, mit 10 darf man sogar einmal von dem Gegner kurz getroffen werden. Das macht dann immer noch nichts. Also das ist wirklich nicht so schwierig dann. So, nee, falsch. So, genau. Okay. Und dann hoffe ich eben auf eine coole Belohnung. Aber jetzt könnte ich mal schneiden, weil jetzt ist gar keine Herausforderung mehr da. Schneide kurz, Moment. So, das Anhalten ist noch eher eine Herausforderung. So, geschafft. Yay. So, 18 oder 17 habe ich, glaube ich. Also, mehr als genug. So, dann hoffe ich, dass es auch ausreicht. Überhaupt, bei dem sind ja auch 2 Lavafontänen gleich, deswegen braucht ihr auch mehr. Was gibt's? Menge? Fragezeichen? Ne, ich habe es einfach. Passt. 17, ja. Oh, sehr gut. Das wird mir helfen.
So. Perfekt. Du bist toll, Chef. Du hast es wirklich geschafft. Jetzt fühle ich mich dir zu Dank verpflichtet. Yay, Forstkristall. Spieß sie wieder fast auf. Dum, 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 dum. So, und zwar... Da unten. Okay, führt einfach ins Leere. Da ist sogar vielleicht wieder ein Portal oder sowas. Da werde ich mal gleich entlang fahren. Das ist ja auch hier in der Nähe. Ich will jetzt gleich mal wissen, was da ist. Okay. So, und vor allem eben... Daheim... Macht er es sich gemütlich. Ja, hier war ich davor schon, ne? Da kam ich ja davor auch schon hin. Hier oben, ja, genau. Moment. So. Und? Zu Hause ist es doch am schönsten. Was kümmert mich die Welt da draußen, wenn ich daheim sitzen kann? Ernsthaft? Keine Belohnung mehr hier drin? Ach Mann. Hm. Na gut, dann halt nicht. Aber nochmal kurz. Ich war hier oben, richtig? War ich hier auch überall, wo man hingehen kann? Doch, weil hier war auch die Brücke. Genau, die Truhe war auch hier. Ja, stimmt. Es gab ja noch einige auffällige Orte hier. Hier zum Beispiel auch, aber... Ich habe da ja versucht, das Schatzsucherlied zu spielen. War aber nichts. Kann ich jetzt... Bin ich jetzt oben? Nee, okay. Aber wir haben einen Brief gekriegt. Machen wir erstmal noch kurz das. Hi. Hallo, wie geht's dir? Ein Brief von Hanno. Hanno ist ja schon ein verrückter Kerl und was er so alles fotografiert. Auch dieses Mal hat er... Ups, das darf ich ja gar nicht wissen. Entschuldigung, hier der Brief. Hast du schon wieder reingeguckt oder wie? Briefgeheimnis, so viel dazu. So, gerade eben haben wir noch über Hanno gesprochen. Mal gucken, was er so schreibt. So, hier Sammlung. Hier. Hier. Schau mal, kennst du diesen Ort? Hier werde ich versuchen, ein Foto vom gepanzerten Zug zu machen. Das ist ein bisschen wahnsinnig. Ich bin noch etwas hier. Wäre schön, wenn du mich abholen kommen könntest. Oh Gott. Ja, ich meine, natürlich ist es im Schneegebiet irgendwo. Okay, im Hintergrund kann man ja das Waldgebiet sehen. Also muss es eine Schiene sein, die nach Süden verläuft. Und ein Bombenzug muss da halt entlang fahren. Aber das kann trotzdem überall sein. Ja, soll ich, ach, weiß nicht, soll ich da jetzt wirklich alles absuchen? Nee, das mache ich einfach, wenn ich das nächste Mal wieder im Schneegebiet bin, werde ich mich da nach Hanno umgucken. Das werde ich jetzt nicht so machen, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Das ist wirklich, glaube ich, besser, wenn ich das kombiniere, weil ich werde ja am Ende vom Spiel, wenn ich die ganzen neuen Schienen auch freigelegt habe durch alle Forstkristalle, werde ich ja eh nochmal fast überall entlang fahren müssen. Und dann kann ich das währenddessen kombinieren, indem ich dann auch immer Leute mitnehme und woanders hinfahre und so. Das ist, glaube ich, geschickter, als wenn ich jetzt schon das alles mache. Deswegen, ich warte erstmal noch. Aber ich will jetzt ganz gerne hier hinfahren. Es geht sogar noch nach unten ein bisschen, der Weg da. Okay, wir schauen mal auf jeden Fall, was da ist. Ich habe noch, habe ich überhaupt schon einen Hasen gefunden hier? Ich weiß gar nicht sicher. Wo ich da oben rum gefahren bin. Das könnte ich jetzt mal eigentlich auch noch machen, dass ich da oben noch ein bisschen mehr entlang fahre. Weil da bin ich ja nur einmal schnell durchgefahren, wo ich halt das Eis zurückbringen musste, das erste Mal. Aber ich meine, andererseits habe ich ja gerade eben eigentlich erklärt, es lohnt sich eigentlich erst so richtig am Ende, wenn ich auf Hasenjagd gehe. Weil wir werden ja noch überall neue Schienen freilegen und ich muss sowieso nochmal später überall hin zurück. Deswegen, dann lasse ich es vielleicht doch. Ja. Aber ich will, trotzdem will ich jetzt kurz gucken, was hier ist. Ich vermute ein Portal. Weil es auch wieder eine Sackgasse ist und, irgendwas sehe ich da vorne schon. Doch, da ist eins, ja. Aber da, was ist da ganz hinten noch? Da ist auch irgendwas. Ich sollte mich übrigens nach Hasen umgucken. Ich sehe aber eh keine. Hat sich aber eigentlich angeboten, hier einen zu verstecken. Der ist aber richtig fies, weil der ist so weit weg, dass der kaum erscheint, nur wenn ich hier ganz in der Ecke bin. Okay, das war knapp, aber passt. Yay. Ach, Sandhase heißt der. Okay, heißen die alle Sandhase hier? Oder war das jetzt nur, weil ich halt... Gibt es hier sogar zwei verschiedene Arten? Gibt es hier Sandhasen und Berghasen oder Feuerhasen? Hm, keine Ahnung. Ich will mal erst noch ans Ende fahren. Ich will wissen, was da ist. Ich glaube, da ist einfach nur das Ende halt. Aber ist da noch mehr? Ja, da ist eine Höhle nämlich noch da hinten. Seht ihr mal. Okay, ich kann irgendwie auch noch mal in die Höhle später reinfahren.
Wenn ich da jetzt dagegen fahre, nehme ich einfach Schaden, oder? Ja, okay. Ich wollte es nur trotzdem austesten. So, dann kurz gucken, wo das Portal hinführt. So. Dim. So. Und tut, tut. Mal gucken, ob es eins ist, das wir schon kennen, oder ob das jetzt irgendwo woanders ist, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Ich denke schon, dass ich mir schon markiert habe mittlerweile. Ja, 4 ist das, okay. So. Ja, egal, ich will. Ja, wurscht. Oder will ich hier irgendwas machen im Meeresgebiet, wenn ich jetzt schon hier bin? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Geh wieder zurück. So. Und jetzt werden wir uns dann gleich den Berg, wo wir eigentlich hingehen sollen, ein bisschen genauer angucken. So. Ja, wie fahre ich denn da jetzt entlang? Ich muss ja da die 3 Schlüssel finden. Irgendwie. Ich glaube, ich weiß noch nicht genau, ob ich die jetzt während der Zugfahrt finde oder ob ich irgendwo anhalten muss. Es hat sich teilweise von manchen Goronen so angehört, als müsste ich... Man kann hier einen sehr komplizierten Weg entlang fahren. Ah, verdammt. Als müsste ich das mit einem Zug machen und bei anderen wiederum nicht. Ist egal, ich werde einfach selber, glaube ich, mal abbiegen. Muss ich mal noch gucken. Aber erstmal, bevor ich es vergesse, Nummer 4 war das. Okay, gut. So, dann Vollgas bitte. Und dann schneide ich mal wieder ganz kurz, bis wir dann gleich beim Berggebiet sind. Bei diesen Milliarden Schienen. Und dann mal gucken, ob wir die 3 Schlüssel finden können. Aber stimmt, ich will jetzt zuerst noch was anderes kurz austesten. Weil hier an diesem Ort wurde ja gesagt, dass ich da hingehen kann und ein Minispiel machen kann oder irgendwie so. Wenn der Vulkan nicht mehr ausbricht. Und das tut er ja gerade nicht mehr. So, richtig. Oder? Naja, ein bisschen schon noch, aber... Wir kommen beim Scheibenschießen. Hier toben wir Goronen uns aus. Ein fremder Gast ist selten, doch hier darf jeder spielen, sogar du. Willst du Scheibenschießen spielen? Mhm, können wir. Okay, machen wir. Also, es gibt 3 unterschiedliche Scheiben. Je nach Scheibe bekommst du mehr Punkte oder halt weniger. Logisch, oder? Mich anzuvisieren ist übrigens strengstens verboten. Dann werde ich es gleich tun. Und für gute Leistungen winken fette Gewinne. Dann viel Spaß. Okay. Ach du Scheiße. Deine Lok fährt von selbst in Richtung Ziel. So kannst du dich darauf konzentrieren, die Ziele abzuschießen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay. Gibt es Kombo-Punkte? Nein. Okay, es ist egal, ob ich in die Mitte treffe. Ah, das kann ich mehrmals treffen. Okay, ich verstehe. Ob ich in die Mitte treffe und ob ich daneben schieße. Ah, da kann man richtig... Okay, dreimal. Dreimal geht's. Ja, ich muss wieder leider hier nach unten gucken. Aufs Gamepad. Ich kann hier nicht nach oben schauen auf die Aufnahme. Weil ich muss ja sehen, wo ich hintippen muss. Tut. Ah, verdammt. Okay, das war er. Okay, ich habe eh daneben geschossen. Das war ganz gut. Es gibt einfach Punktabzug. Okay, ich habe mich schon gewundert, ob der hier einfach rumsteht, der Typ. Aber ich darf seine Zielscheiben nicht erwischen. Ja, vor allem die Kamera auch immer zu managen. Ist nicht so einfach. Und am schwierigsten ist natürlich, wie gerade eben, wenn es bergab geht. Na, das war fies. Und wenn ich halt ganz schnell entlang fahre. Weil ich dann wenig Zeit zum Reagieren habe. Gut. Ja, was war eigentlich bei der einen... Weil, was ist, wenn die... Okay, es kommt halt drauf an, auf welcher Seite ich die abschieße, die Zielscheibe. Auf der richtigen Seite kriege ich halt Punkte, auf der falschen würde ich Punktabzug kriegen. Nein! Oh, scheiße! Wie fies. Ja, die ist auf beiden Seiten. Gut. Wie viel habe ich da jetzt eigentlich verloren? Hätte ich mal schauen sollen. Ach du Scheiße! Na, shit. Na, das wird noch nicht so gut. Aber ist ja nur der erste Versuch, werde ich noch bestimmt ein paar brauchen. Schaffe ich vielleicht schon 1000? Ja, noch nicht ganz. Aber es gibt sogar eine schwierige Route noch anscheinend. Wahrscheinlich, wenn ich 1000 Punkte habe, kann ich die freischalten oder so. Okay, nice. 1000 noch. Bin ich erstmal zufrieden damit, ja. Das könnte sogar echt schon reichen für den besten Preis. Das wäre ganz gut. Oh, 1020 Punkte. Naja, ich gebe dir etwas, das wird machen. Was? Das war doch voll gut. Such's dir aus. Entweder die große Schatztruhe oder die kleine. Das ist ja jetzt ein Psychospiel. Ja, ich
Nimm schon die große, oder? Ja, eigentlich. Doch, ich nehme die große. Ein Rubin. Toll, jetzt habe ich meinen Einsatzpreis einfach zurückbekommen. Na super, okay. Letztes Mal hattest du 1020 Punkte. Der Kurs scheint dir nicht zu reichen, also habe ich ihn verlängert. Also doch, okay. Dann zeig mir, wie viele Punkte du jetzt schaffen kannst. Achso, jetzt kann ich einfach nur noch den längeren machen. Okay, dann war es doch gut, dass ich 1000 schon erzielt habe. Also das hat schon gereicht quasi, um den längeren freizuspielen, oder wie? Ich dachte halt, es gäbe eine Anfänger- und eine Expertenrunde und ich durfte mir aussuchen, wo ich spielen will. Aber jetzt habe ich einfach immer die längere. Aber ist okay, dann kann ich mehr Punkte machen. Ich muss mal jetzt mein Gamepad nochmal kurz anders halten, dass es nicht so spiegelt. Moment. So, okay. Ich mache noch eine Runde mit euch gemeinsam, denke ich. Vor allem jetzt halt den neuen Abschnitt, aber auch den anfangs nochmal. So, ich kann schon viel besser sehen als davor. Mal gucken, ob ich, bevor es dann zum neuen Abschnitt geht, ob ich dann da schon 1000 Punkte habe. Oder mehr sogar am besten. Und ob ich mich dementsprechend verbessern kann im Vergleich zum letzten Mal. Aber ist schon echt eine ziemlich lange Route. Also, ich hoffe, dass ich hier nicht zu viele Versuche brauchen werde bei dem Minispiel. Weil eine Durchfahrt, ich meine, selbst bei dem kleinen Kurs hat eine Durchfahrt schon ziemlich lange gedauert, finde ich. Und jetzt wird es ja gleich noch länger dauern. So. Nein! Ich wollte doch nicht den abschießen, Mann, ey. Na, eine schon verpasst, leider. Ich hoffe, dass ich keinen perfekten Score brauche. Aber das wäre auch ein bisschen sehr fies. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vor allem die Drehenden sind halt scheiße. Das ist schon fies. Okay, zwei Punkte nur. Also, oder zweimal getroffen. Aber ist okay, schätze ich. Okay. Was? Ich habe doch die Vorderseite erwischt. Wie scheiße, Mann. Gleich kommt die rote, die ich nicht abschießen darf. Ja. Dreh dich. Nein, warum hat er sich jetzt nicht gedreht? Dreht es? Doch, das dreht sich wieder zurück auch. Mann, ey, wie scheiße, hä? Ja, es wird schlechter als davor sogar. Obwohl, nee, wird's nicht. Aber trotzdem, das hätte ich noch viel besser machen können. Dann war mein Ergebnis gerade eben wirklich gar nicht mal so gut. Okay. Aber ich hab 10 oder 20 Punkte jetzt irgendwie mehr. Ja. Aber ich muss die Kamera jetzt so nah ranhalten, ich sehe ja gar nichts mehr. Oh Gott. Nein, ach, scheiße. Ah, jetzt kommt sogar Vierteldrehung. Ja, das ist ja richtig kacke. What? Ah, ich verpasse einfach alles. Ja, die Luftballons sind besser, weil die drehen sich wenigstens nicht. Ja, soll man denn hier alle treffen? Ja, vor allem die roten sind halt am wichtigsten. Wenn ich die wenigstens alle treffe, dann ist ganz gut. Die blauen sind dann nicht so wichtig. Umdrehen wieder schnell. Okay. 2000 dürften drin sein. Genau reagieren. Nicht? Ja, genau. Ja, komm. Nein. Okay, 2000. Passt. Ist ziemlich gut, finde ich. Ich hoffe, das reicht schon für die beste Belohnung. Toll, ein neuer Rekord. Schade, 2000... Was? 2030 Punkte. Aber immerhin gibt es einen Trostpreis. Das war voll gut, finde ich. Such's dir aus. Och, Mann, ey. Ja, dann nehme ich jetzt einmal die kleine. Okay, Schatz immerhin. Königsgeschirr habe ich zwar schon 1 Million Mal, aber dennoch. Ja, wie viel brauche ich denn für... 3000? Nochmal ja, nochmal. Ja. Ich meine, ich habe am Anfang, also man kann halt, bevor die Wegabzweigung zum letzten Abschnitt kommt, kann man halt schon deutlich mehr haben. Da habe ich ja einige blöde Fehler gemacht. Da kann man schon knapp 1500 oder sowas haben. Nicht ganz, glaube ich, aber knapp vielleicht. Aber keine Ahnung, das ist schon ziemlich schwierig, finde ich. Ich fand, dass über 2000 schon nicht so schlecht war. Aber dann nochmal. Jetzt werde ich aber mal schneiden, weil das dauert echt sehr lange. Ein Versuch. Und ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriegen werde.
Okay. Ja, das war nix. 2000 sogar nur. Nochmal die große. Okay, vielleicht kriegt man bei der großen immer Geld und bei der kleinen immer Schätze. Oder ist es doch einfach komplett Zufall? Keine Ahnung. Ja, ich habe es wieder nicht gut gemacht. Ich habe am Anfang schon ein paar Fehler gemacht. Man kann es ja aber wenigstens auswendig lernen. Es ist ja immer exakt gleich der Aufbau. Also, ich werde es schon bald hinkriegen. Hoffe ich. Das Problem ist halt, dass ich jetzt irgendwie riskanter spiele. Weil ich halt bei den Drehscheiben versuche, möglichst viele Punkte rauszuholen. Aber das geht meistens noch schief. Weil das habe ich noch nicht ganz gelernt, wie ich das gut machen kann. Also das muss ich mir noch ein bisschen mehr angewöhnen. Na also. So, jetzt sag mir nicht, dass man 2500 braucht. Toll, ein neuer Rekord. Schade. Was? Das war voll gut. What? Das war mega gut. Man muss so ziemlich alle Ziele einfach treffen. Und darf keinen Fehler machen. Spinnt ihr eigentlich? Was zum Teufel? Okay, immerhin kriege ich jetzt bessere Belohnungen. Ja, ich hätte sogar mir den Schatz. Okay, also wenn ich über 2300 oder sowas habe, sollte ich mir mal die kleine nehmen für den Schatz, dass ich sehen kann, was da ist. Vielleicht ist da ein seltenerer Schatz, den ich da bekommen kann. Ja, dann würde ich eben 2500 vermuten. Also ich habe schon... Also 2500 sind auf jeden Fall möglich. Aber dann muss man halt so ziemlich alle Ziele treffen und darf keinen Fehler machen, glaube ich. Schon ein bisschen hart, irgendwie. Also das ist bisher mit Abstand das schwierigste Minispiel hier in dem Spiel. Aber gut, ich werde es noch weiterhin probieren. Boah, das ist so schwer. Was zum Teufel? Soll das denn gehen? Nochmal den hier. Okay, Kronenbärenstein immerhin. Aber das ist doch gar nicht so wertvoll, oder? Weil dann ist es doch besser, mir die große Truhe zu holen und das Geld, oder ist es besser, mir die Schätze zu holen? Ich meine, Schätze brauche ich natürlich eigentlich mehr. Nee, doch, der ist sogar relativ. 500 ist der wert, echt? Ich dachte, der wäre viel, viel normaler. Ja, dann ist es mehr wert, sich die Schätze wahrscheinlich zu holen, wenn ich da so seltene bekomme. Okay, aber, boah, ich weiß nicht, ob 2500, ob ich das schaffen kann. Das ist echt sehr, sehr schwer. Irgendwie. Man darf überhaupt keinen Fehler machen. 0,0. Ich probiere es mal noch einmal. Wenn nicht, dann, wenn ich es wieder nicht schaffe, werde ich es erstmal sein lassen. Und dann werde ich einfach auf eure Kommentare warten, ob man da noch irgendwas Wichtiges bekommt bei 2500. Oder vielleicht reichen ja auch 2400 oder so. Weiß ich nicht. Aber einmal probiere es mal noch. Wenn es wieder nichts wird, dann lasse ich es. Erstmal zumindest. Okay. 2400 jetzt noch. Aber jetzt 2500, das ist viel zu schwer. Schaffe ich erstmal nicht. Ich bin erstmal damit auch sehr zufrieden. Schade. Das ist so schwer und ich krieg nur einen Trostpreis. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay. So, nochmal. Ist da jetzt nochmal ein anderer Schatz sogar drin? Nee, okay. Wieder das. Also ja, ich habe noch nicht den besten Preis auf jeden Fall. Das gibt's doch gar nicht. Ist es so schwer? Oder mache ich irgendwas noch falsch? Kann man doch irgendwie Kombo-Punkte erzielen oder mehr Punkte oder so? Ich glaub nicht, dass das Minispiel nur für Schätze und Geld da ist. Jedes Minispiel hatte irgendwie Herzcontainer oder Bombentasche oder sonst irgendwas. Also, safe gibt's ja auch irgendwas anderes. Aber gut. Ich würde auf jeden Fall dann erstmal sagen, Leute, dass das hier war für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Beim nächsten Mal wird es dann hier noch weitergehen, und zwar damit, dass wir dann wirklich zu dem Berg in die Nähe vom Tempel hinfahren und dass wir dann dort diese drei Schlüssel suchen, die ja irgendwelche Monster haben. Wir haben ja schon gelernt, dass man bei denen laute Geräusche machen muss, und zwar einmal kurz und dann lang, also tut tut, so ungefähr. Und ich hoffe, dass wir das dann beim nächsten Mal hinkriegen, dass wir uns dann die drei Schlüssel für den Tempel holen können. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.